Du bist also so ein Rambo-Typ, was? Das glaubst doch nur du. Kaumampf, Kau, Röchelkau, Schmatz. Willst du Kaugummi? Kauf dir selbst welches, Schmarotzer. Das hier ist übrigens das erste Super Mario Donkey Kong Game, was jemand im Chat geschrieben hatte, was er gesehen hat. Das hier neben ist so eine... Ich würde jetzt schätzen, sieht so ein bisschen aus wie Space Invaders. Das ist eine ganz normale Pinball-Maschine da hinten. Das könnte ich jetzt nicht genau erkennen. Vielleicht ganz weit abgewandelt Super Mario... Aber das gäbe es nicht auf so einem Arcade-Automaten. Weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, trinke ich gerne Tee und esse frisches Gemüse. Aber das passt nicht zu meinem coolen Image. Ich sollte mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Wahrscheinlich besser. Das war ich. Genau, du warst das. Warum kommt er immer zu mir und sagt, ja? Du bist stärker geworden. Möchtest du dich ausruhen? Danke, sei der echte Gui. G-U-I. Brain, du bist stärker als ich. Sehr gut. Dass ich, du mir gesagt hast, dass ich bei ihm jetzt auch heilen kann. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Magst du Zitronen? Ja. Zitronen sind super. Cool. Damit Frank jetzt schon mal besiegt. Das werden wir erstmal direkt auf unserem Speicherpunkt festhalten. Ray nimmt den Hörer ab und ruft seinen Papa an. Obwohl, wir können es eigentlich am besten andersrum machen, dass wir erst unsere Mama anrufen und dann unseren Papa. Wie auch immer. Wir speichern erst. Ist ja auch egal. Ich habe dein Abenteuer bis zu diesem Punkt gespeichert. Gute Nacht, schlaf gut. Jawohl. Magst du Zitrusfrüchte? Wird das jetzt irgendein komischer Witz, wenn ich ja oder nein sage? Ging es darum gerade? Mein Sohn, wer hätte gedacht, dass du mal so ein mutiger Junge wirst? Oh ja, du bist ein Held, Schätzchen. Klick, du, 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 du. Wunderschön. Also, wir müssen uns irgendwie einen Termin jetzt beim Bürgermeister verschaffen, damit wir da weiterkommen. Magst du Zitrusfrüchte? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, ich denke schon. Toll. Mein Kaffee ist leer. Oh, eine Sekretärin. Ich will Kaffee holen. Seit du die Haie besiegt hast, bist du das Thema in der Stadt. Bürgermeister Perkel wartet auf dich. So schnell geht das. Mangos sind geil und Wassermelonen. So ist es, so ist es. Also, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Gerne, I guess. Während den Wahlen könntest du eine Rede auf den Bürgermeister halten. Hihihi. Du bist also der Bürgermeister Perkel. Du siehst nicht so aus wie ein Perkel, du siehst eher aus wie ein Boomer. Hey, hey, hey. And welcome. Ich bin Emra. Ich bin Bürgermeister B.H. Perkel. Haha, B.H. Schön, dich zu treffen. Du hast die Schläger besiegt. Richtig lang gemacht. Ihre Hintern versohlt. Ihre Köpfe abgebissen. Okay, Sprichwörter sei Dank, aber ihre Köpfe abgebissen? Digga. Aber langsam. In ihre Augen gespuckt. Und sie in die Hose machen lassen. Right. Calm your tits. Hallo Gaming Ending. Schön, dass du hier bist. Dann mussten sie versprechen, nie mehr Probleme zu machen. Danke. Was? Du willst den Schlüssel zur Hütte der Animateure? Jemand wie du kann mit dem Schlüssel für immer den Frieden bewahren. Ach ja, wenn du in eine gefährliche Situation geraten solltest, werde ich keinerlei Verantwortung übernehmen. Du übernimmst die Verantwortung, oder? Ja? Kluges Kind. Hier ist der Schlüssel zur Berghütte. Brain erhält Hüttenschlüssel. Der Sound, der da jetzt gerade kam, als man das Item aufgenommen hat, den will ich haben. Der ist mega nice. Das wäre ein cooler Sound. Das wäre ein richtig cooler Sound für ein wie heißt es denn? Für einen Follower-Alert oder ein Sub-Alert oder so. Das will ich mir speichern. Moment. Das vergesse ich sonst tatsächlich, wenn ich das jetzt nicht irgendwo hier mir aufmache. Also, Earthbound Item Get Sound. Findet man den so einfach? Mega! Mega! Den will ich haben. Den stelle ich jetzt auch direkt ein. Kurzen Moment. Oh, den will ich unbedingt haben. Der ist genial. Ich habe jetzt ja momentan noch 2 plus 2 is 4.
Minus one, that's three Krieg Mass. Aber ich glaube, das Meme um den lieben Herrn Big Shock langsam vorbei. Und ich möchte da nicht mehr weiter ein Teil von sein. Obwohl, das 2 plus 2 ist 3, bla bla, das lasse ich, glaube ich, sogar noch drin. 2 plus 2 ist 3, hm. Aber wenn jetzt wer neu subbt, dann kommt der Sound. So machen wir das. So, Sub Sound. Drag and drop. Wo ist es hin? Da. Ist der jetzt hier? Bitte? Ja toll, irgendwie lädt er nicht hoch. Nee. Aber lässt er sich denn abspielen? Hm? Ja. Ich kann es nochmal abspielen, aber irgendwie will der nicht hochgeladen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht weil der so einen komischen Namen hat. Einmal das versuchen. Earthbound Sub. Nö, keine Ahnung. Will sich gerade nicht hochladen lassen. Ist ja auch kein weiteres Problem. Na gut. So. Kann ich das Ding testen, den Sub? Könntest du sehr gerne, wenn es sich denn hochladen lassen würde, aber es tut es leider gerade nicht. Also wie gesagt, damit kann ich leider gerade nicht dienen. I'm sorry. So, wir haben uns den Schlüssel geholt. Müssten jetzt ganz normal hier oben reingehen können. So. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, dafür haben wir ja den Schlüssel, ne? Crane benutzt die Hüttenschlüssel. Die Tür ist offen. So, was sagt ihr dazu? Wow, du hast die Tür geöffnet. Sehr schön. Hier ist ein kleiner Glücksbringer für dich. Ein Reiseanhänger. Crane hält Reiseanhänger. Cool. Ah ja, der große Fußabdruck heißt Riesenfuß. Was für ein cooler Name. Bumm, Jerifix. Danke sehr für den Twitch Prime Sub. Herzlichen Dank. Viel Spaß mit den ganzen Sub-Emoticons, die du jetzt hast. Und einen dicken Hype raus. Mit wem sprichst du? Ach, prüfen. Ist alles in Ordnung. Er hat sogar dazu ein Unboxing und ein Super Mario Odyssey hochgeladen. Ach, meint ihr zu Switch oder wie? Ich habe eine Switch, ja. Falls das gerade die Frage im Raum war. Ich weiß allerdings, dass die Switch gerade sehr günstig, in die Luft gesprochen, für Neukäufer ist. Also wenn ihr bei Amazon mal vorbeischaut, ich werde jetzt nicht extra einen Raffling oder so raussuchen, das ist jetzt auch nicht nötig, könnt ihr sehr gerne mal bei Amazon vorbeischauen. Eine kleine Maus. Eine Raudi-Maus, die uns beißt. Gefährliche Raudi-Maus. Aua. Die beißt uns in den Zeh. Und die hat ganz schön viel Leben für eine kleine Raudi-Maus. Eieiei. Da ist die Raudi-Maus aber schon zahm. Sehr schön. Das war wirklich gerade eine Traumwohnung, auf jeden Fall. Achtung, die Maus hat es in sich. 289 Euro, alles klar. Ist aber immer noch günstiger, als sie sonst angeboten wird. Danke, Spielko, für den Link. Ich habe ja, wie gesagt... Was greift mich da denn gerade an? Angriffsschnecke und Konsorten. Die muss man alle einzeln angreifen. Oh Gott, wenn die jetzt einen fiesen Angriff zusammen machen, das wird fies. Oh! Kleinvieh macht auch Mist, Freunde. Ich sag's nur, ne? Wenn drei Leute von denen dann immer so angreifen, das ist fies. Selbst wenn die jetzt nur einen Hit aushalten. Die machen trotzdem in der Summe schon ganz schön Schaden dann. Und die halten sogar... Kriecht näher heran. Sie, Freund, but it didn't work very well. Was passiert mit denen, die näher rankommen? Ich will trotzdem eigentlich die erste erstmal platt machen. Daneben. 3 HP Schaden. 3 HP Schaden. 3 HP Schaden. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst.
Mann, 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 Mann. Angriffsschnecke A wurde zahm. Okay, eine haben wir schon mal weg. Kriecht näher heran. Kann sich wieder konzentrieren. Eieiei. Bisschen gefährlich hier. Ich weiß nicht. Sind so kleine süße Schnecken. Süß sind die eigentlich überhaupt nicht. Smash! Da hauen wir erstmal einen 70er Crit raus. Junge, Junge. Bald kriegst du eine AOE-PP-Attacke und kannst diese Schnecken richtig gut schnell und gut grinden für viele XP. Das ist nice. Das ist nice. Angriffsschnecke C ist auch zahm. Sehr gut. Nee, aber guck mal, wie viel Schaden die jetzt gemacht haben in der kurzen Zeit. Asozial. Heftig. Warum hast du Utsubyo jetzt ausgetimed, Saber? What? 108 Erfahrungen haben wir jetzt für die aber auch gekriegt. Okay, wenn man das dann jetzt irgendwann bald schnell kann, dann ist das... Jetzt habe ich mich auch noch umgedreht. Jetzt müssen wir gegen 4 Flöhe kämpfen, oder was? Nein, das sind wieder Schnecken. Why? For fuck's sake, Mann. Ich hau mir erstmal so ein Brotleib rein. Caps ist erlaubt, ja. Eben. So nämlich. Ja, also so ein AOE-Angriff, den würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen bald. Ich gebe es auf, anscheinend kann man auf dem Handy nicht sein HTTP ändern oder mein Handy mag mich einfach nicht. Dominik, dein Text wird als Link gesehen und der Bot schmeißt sich deswegen raus. Also am besten keinen Link posten. Smash! Halleluja. Dieser Smash... Boah, wenn du Epileptiker bist, dann fällst du, glaube ich, zusammen, wenn du das Spiel spielst. Aber das fällst du sowieso allein wegen den ganzen Hintergründen, die man da sieht. Na gut, die auch schon weg. Eieiei, klappt. Die Gruppe erhält 108 Erfahrung. Nice. Angriff steigt um 1, Verteidigung steigt um 1, Mut um 1. Sehr gut. Also man kann auf jeden Fall ganz gute Erfahrung hier durchkriegen, was mich sehr freut. Eine Sache, die mich gerade selber interessiert, der echte GUI, wo du das gerade schreibst. Normalerweise geht das auch immer. Man kann allerdings, dafür mache ich mal jetzt mal einen Comment. Weil das habe ich jetzt letztens erst gesehen bei Man vs. Game. Uptime. Gib einfach slash uptime. So. Also, wenn du jetzt nochmal einmal Ausrufezeichen Uptime eingibst, dann wird dieser wundersame Comment kommen. Und wenn du dann wiederum slash Uptime eingibst, dann kannst du, ohne dass es offiziell öffentlich im Chat angezeigt wird und ohne dass irgendwie eine Nachricht dafür extra gebraucht wird, immer die Uptime vom Stream sehen. Also slash Uptime und dann steht da in grauer Schrift Current Uptime. So und so lange bin ich schon am Stissel. So, ich wollte noch ein Brotleib mampfen. Nee, ein Keks reicht. Erstmal. Ein Keks. Unrecognized Comment. Alright, okay, dann ist das nur eine Better Twitch TV Ding. Das wusste ich nicht, das ist ja verrückt. Okay. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Better Twitch TV. Damit, geht Uptime bei mir. Oh, die Maus hat einen Smash-Angriff gemacht und 12 AP gezogen. Die fiese Maus. Okay, wenn du es zweimal machst, dann wird's uncool. Wenn du es jetzt nochmal machst... Diese Maus... war ganz schön gefährlich. Freunde, wenn ihr denkt, bestimmte Wesen sind gar nicht so gefährlich, denkt in Earthbound lieber noch ein zweites Mal nach.
Weil diese Maus war gerade ganz schön gefährlich. Junge, Junge. Ich würde mich ja eigentlich gerne in den Höhlen hier überall... Man dreht sich einmal um, dann kommst du gleich wieder. Würde mich gerne in allen Löchern und Höhlen hier umgucken, aber ich habe Angst, dass ich dann mich zu sehr hier drin verlaufe. Wir können gleich auf jeden Fall nochmal einmal eine PP-Heilung uns reinpfeffern. Weil ich bin jetzt schon irgendwie gerade direkt nach oben gegangen. Obwohl ja unten auch noch so ein Loch war, wo man reingehen kann. Ach nee. Ist das eine einzelne Schnecke? Ah nee, guck mal. Das war vielleicht sogar nur eine Zecke oder ein Floh und den konnten wir instant besiegen. Das ist doch schön. Okay. Hier sind zwei von den Mäusen. Aber ein Geschenk. Und das Geschenk will ich haben. Sprich jetzt bitte GUI aus. Sondern, sprich bitte das nicht GUI aus, sondern als ganzes deutsches Wort. Der echte GUI. GUI, okay. So, wir heilen uns erstmal kurz. Wenn wir das denn schaffen. Alter, dieses Smash-Angriff, das ist abnormal. Dass so eine kleine Maus so viel Schaden machen kann. Ganz schön heftig. Wir könnten jetzt eigentlich sogar eine Maus hypnotisieren, dass eine einpennt. Aber das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel für die kleinen Mäuse, die trotzdem viel Schaden machen. Warum heilst du dich vorher nicht? Stimmt. Man kann ja auch die Psy-Dinger außerhalb von einem Kampf benutzen, ne? Das wusste ich gerade gar nicht mehr, dass das geht. Ich dachte, das geht nur im Kampf. Smash-Angriffe. Smash. Boy. Erinnert ihr euch noch an dieses kleine Mädchen, das gesagt hat, ja hier, bitte, du Arsch. Das gesagt hat, meine Maus wurde tot gesmashed. Kleiner Tipp, wenn du bestimmte Gegner nicht encountern willst. Renn weg, bis der Feind aus dem Bild ist und geh dann wieder zurück. Manchmal verschwindet der Gegner dadurch. Ist natürlich nicht jedem selber überlassen, aber die Mäuse können auf Dauer echt nerven. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Mit wem sprichst du? Mit dem Geschenk. Findest du Hustensaft? Hell yeah. Weil auf die Maus hätte ich jetzt zum Beispiel nicht so Bock. Problem ist, da konnte ich jetzt natürlich jetzt schlecht weglaufen. Oh, die Maus. 1 HP. Mach das bitte nur noch. 1 HP ist in Ordnung. 1 HP darfst du mir gerne abziehen. Aber kein Smash. Ja, 1 HP ist okay. Mach weiter so. Das ist cool. Oder werd direkt zahm. Das ist noch besser. Ach, zu zweit muss ich aber noch gegen euch kämpfen. Ah, die schwarze Ameise war das dann wahrscheinlich gerade. Wurde nicht eben auch in einem Gespräch gesagt, dass eine riesenschwarze Ameise oben auf dem Berg ist? Oh, die kann... Oh, die kann heilen. Dann wird das wahrscheinlich die Riesenameise auch können. Das macht mir ein bisschen Angst. Weil in einem Kampf gegen andere, die sich dann heilen können, ist das immer... Brain 12 Jahre alt spricht mit einem Geschenk. So ist das. Oh, die kann aber auch gut angreifen. Ach, wie süß. Schön. Saber. Der Saber gibt einen Sub an den Victor. 63 HP Schaden bei schwarzer Ameise. Ich dachte gerade schon, das hat die schwarze Ameise bei uns gemacht. 64 Erfahrung. Und wir haben damit ein neues Level. Sehr schön. Ja, Victor, viel Spaß mit den ganzen Emoticons. Die du jetzt hast, mit meinen wunderschönen Gesichtern. Viel Freude. Brain erlangt die Macht von Psy-Freund A. Es ist schön, deinen Namen zu lesen mit meinem Emote dahinter. Das macht mich sehr glücklich. So. Jetzt erstmal kurz klarkommen. 53 Leben, das ist in Ordnung. Vielleicht möchte ich mir einen Keks reinhämmern. Alright. Nein! Oh Gott, sind das viele. Ist das mit Freund jetzt das, was... Erstangriff? Ach, die... Das war doch blau, der Bildschirm. Der war doch gar nicht rot.
Diese Freundgeschichte, ne? Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Auf alle Feinde. Mhm. Graham benutzt Psy-Freund Alpha. 51 Schaden. 73 Schaden. 80 Schaden. 96 Schaden. 79 Schaden. Ja, man kann auf jeden Fall zugeben, das ist heftig. Diese neue Attacke ist heftig. Das Problem ist, ich habe jetzt gar keine PP mehr, dass ich das nochmal ausführen könnte. Schade, Marmelade. Das ist ja mal gut, das ist mega gut. Hier gerade so ein bisschen vorsichtig vor. Weil da sind zum Beispiel auch schon wieder so viele Schnecken. Da hinten ist auch noch eine Schnecke. Ach, schade. Die kommt noch dazu. Okay. Schwarze Ameise und Konsorten. Alright. Gehen wir erstmal auf die auf die Schnecke. Das hat nicht funktioniert, sehr gut. Schwarze Ameise greift an. 11 HP Schaden, okay. Angriffsschnecke ist schon mal weg, das ist gut. 87 Schaden, Halleluja. Manchmal können wir auch echt gut durchhauen. Kriege ich ein Permit für einen Link? Ist ein Clip von gerade eben. Kannst du gerne machen. Warte. Ich hoffe, das funktioniert so. Hey, guck mal. Es ist schön, wenn was funktioniert. Das macht mich immer sehr glücklich. Gerade was so Bot-Geschichten angeht. Wenn die funktionieren, ohne dass man sie vorher mal getestet hat, das macht mich glücklich. Also 30 Sekunden hast du Zeit, einen Link zu posten. Der war doch gar nicht rot. Och komm, komm jetzt nicht mit dem. Der war mit Sicherheit rot, ne? Natürlich war der rot. Ich habe mir noch nicht angeguckt, aber mit Sicherheit war der Bildschirm rot. Ich dachte, der Bildschirm wäre blau gewesen, okay? Oh. Jawohl. So sieht das übrigens aus, wenn man den magischen Schmetterling sieht und er nicht hinter einem Schild ist. Ihr schreibt schon Lull in den Chat. So. Schauen wir uns den Clip mal an. Nein. Oh. Oh Gott. Oh. Ja gut, der Bildschirm war eventuell rot. Vielleicht war der ganze Bildschirm gerade rot. Ich gebe es zu. Eventuell ist das passiert. Ja. Maybe. Maybe, maybe. This happened. Oh, da oben ist der Riesenfuß, glaube ich, ne? Sieht zumindest sehr stark nach einem Riesenfuß aus. So, da kamen wir raus. Hier geht's weiter nach oben. Brain ist im Geiste ein Autofahrer. War doch gar nicht rot. Ha! Erzähl mir keinen. Guck mal, jetzt hier nämlich nur noch eine Schnecke. Das ist echt nice, dass man rausgehen kann, dann rendert sich das quasi nochmal neu. Oder vielleicht war da sogar nur so ein kleines Wesen, das ich direkt zerplätten konnte. Sehr, sehr schön. Hamburger! Sehr gut. Hier unten können wir nochmal ein bisschen die andere Höhle sehen, aber ich glaube, dass wir jetzt hier raus sind. Guck mal, hier sind jetzt nämlich auch zwei. Wesen! Oh. Immer noch zwei? Ach komm. Brauchen wir einen Death Counter? Makro ist ready. Nein, wir brauchen keinen Death Counter. Alles gut. So schnell wirst du zahm? Kleines, süßes Ding. Ja, solltest du jetzt ja auch schon in Geschichte sein, ne? So schnell geht das. Warum hast du eigentlich die BTTV-Emotes nicht aktiviert? Sind die nicht aktiviert? Muss ich da mal noch irgendwie Action taken? Ich hatte da mal Emotes, aber... Ich wusste gar nicht, dass ich da jetzt nochmal irgendwie was drücken muss, damit die weiterhin aktiviert sind. Sehr schön. Er ist auch direkt von dannen gezogen. Doch, doch, Monka S zum Beispiel hab ich. Du bist endlich hier. Dies ist das erste dein Heiligtum, aber es gehört jetzt mir. Nimm es mir ab, wenn du kannst. Titanameise und Konsorten. Ich will erstmal die Ameise Schaden, der Ameisen Schaden machen und auch ihr. Deswegen werde ich jetzt das einfach mal einsetzen. Auch wenn es 10 kostet. Das möchte ich tun. Defensivo Alpha. Natürlich. Brains Verteidigung sinkt um 1. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Es hat keinen Effekt auf Titanameise. Natürlich nicht. Super.
81 Schaden bei schwarzer Ameise. Sehr gut. Meint ihr, wir können die einschläfern? Also... Wir können es versuchen. Titanameise schläft ein. Sehr gut. Also, erstmal direkt einen draufknüppel. Läuft tief und fest. 25 AP Schaden. Ja, jetzt ist er aber auch schon wieder wach. Sehr schade. Defensivo Alpha. Okay, die Kampfhintergrundmusik, Monka. Der Kampfhintergrund, Monka S. Der ist wirklich ein bisschen Monka S, Alter. Eieiei. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass die gleich einmal richtig heftig angreift. Ihr erinnert euch an das, was ich gerade eben gesagt habe? Hm. Nein! Nein! Oh, for fuck's sake! Nein! Oh. Ah! Oh, müssen wir jetzt komplett nochmal einmal nach oben laufen, weil ich vorher nicht gespeichert habe. No. RIP. Ja, das ist sehr RIP. Wenn wir von oben so ein Seil runterschmeißen könnten, das wäre nice. So quasi so ein Fast Exit nach oben. Das wäre Deluxe. Moment, wie sind momentan unsere Werte? PP 0. Die PP hätte ich eigentlich schon voll. Da gehe ich lieber nochmal einmal eine Runde im Hotel schlafen. Bevor wir das machen. 12-Jähriger wird von Ameise getötet, die neue Bildanzeige. Ja, auf jeden Fall eine große Schlagzeile. Oh! Oder wir machen es so. Der magische Schmetterling entspannt Brain. Denn jetzt haben wir das auf 20. Sehr, sehr gut. Ach, noch einer. Wenn wir die jetzt noch in so einem Glas oder so einfangen könnten, das wäre nice. So. Legend of Zelda-Style. Du hast über 30 Leben. Wahrscheinlich so 32. Ja, genau die 32 Leben. Das ist nicht selber. Ja. Details, Details. Hier oben war ich zum Beispiel nicht drin in dem Dings. Und hier, das beschützt noch nicht mal einer. Ein Skip-Sandwich. Guck mal. Ich persönlich verstehe unter Skip, dass man dadurch dann halt irgendwie was überspringt. Etwas wirklich skippt oder so. So, ich versuche mal einmal hier aus dem Bild zu laufen. Jetzt ist die Maus nämlich hier weg. Und die Maus ist komplett weg. Ah! Gegen eine Schnecke müssen wir leider doch kämpfen. Oder auch nicht. So viel dazu. Ja, gegen die Maus. Okay. Ich wäre gern so stark, dass ich noch nicht mal gegen diese Raudi-Mäuse hier kämpfen müsste. Das wäre schön. Weil die machen echt nervigen Schaden, der nicht sein muss, wenn die smashen. Kannst du dir keine Beschreibung von einem Sandwich anzeigen lassen? Ich glaube nicht. Aber guck mal, wenigstens grinden wir hier nebenbei ein bisschen. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Auch wenn man natürlich aktives Grinden immer kacke findet. Persönlich, ich bin jetzt nicht so der Fan von Grinden, auch wenn ich es damals bei MMORPGs ultra gefeiert habe. Wenn man aktives Grinden jetzt nicht so cool findet, wenn man das nebenbei immer macht, wenn man wieder zum Boss geht, dann finde ich, ist das in Ordnung. Bei so Spielen wie Dark Souls, wenn du da zum Boss gehst, dann überspringst du natürlich alle Gegner und willst nicht grinden. Aber in so einem Spiel finde ich das voll okay.
Ich meine, du wirst sowieso stärker, du kriegst die ganze Zeit noch irgendwelche Items mit. Ist ja nicht so, als ob der Weg dahin jetzt wirklich das langweiligste überhaupt ist. Und in diesem kleinen Löchlein hier waren wir auch noch nicht drin. Aber hier ist auch nichts. Nun gut. Kannst du da oben bitte so ein kleines Wesen sein, dass das mich nicht stört? Nein, ihr seid zwei. Aber es hat nur einer von euch angegriffen. Da oben sind vier. Auf die habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock, weil da muss ich ja Psi da noch, also Psi noch mal einsetzen, ne? Sehr gut. Ich versuche hier gerade nur links aus dem Bild zu gehen, dass die vielleicht da oben wirklich verschwinden. Ja, gegen so eine einzelne Maus kämpfe ich da noch eher. Ich fahre nur, bevor ich irgendwo lang gehe. Ist doch gut, wenn man zwei bis drei Level über dem Boss ist. So sehe ich es auch. So sehe ich aus. So sehe ich es auch. Sagen. Ach, diese Maus. Natürlich greifen wir daneben an. Mach doch nicht so einen Schmarrn. Setz mal Psy-Freund ein. Komm, go for it. Ah. Die, you fools. Ich habe halt nichts, um meine PP hochzuhauen. Kein Item oder so. Hallo, hier ist dein Vater. Du bist jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Es geht mich zwar nichts an, aber solltest du nicht mal eine Pause einlegen? Nein? Ah, verstehe. Nun, es macht mich nicht sehr glücklich, aber ich verstehe, dass die Rettung der Welt für dich Priorität hat. Tut, tut. Unser Papa. Ah, wunderschön. Nehmen wir ein Brotlaib. Wir können uns doch was anzeigen lassen. Gut, dass du das doch gesagt hast. Ich dachte, das geht gar nicht. Hilfe. Skip Sandwich. Beschleunigt deine Schritte für etwa 10 Sekunden. Es regeneriert auch ein wenig Energie. Guck mal. Psy-Freund haut mega rein. Wirklich. Ist mega krass. Och. Ich versuche mal wegzulaufen. Das habe ich noch nie versucht. Und schafft es. Hey. Wir haben es geschafft zu entkommen. Wenn Spieler dir sagen wollen, dass du zu viel zockst. Ja. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich schon so viele Spiele versucht und alle Spiele sind kläglich damit gescheitert. Es hat nie funktioniert. Es wird niemals funktionieren, Freunde. Denkt erst gar nicht, dass es klappen könnte. Vielleicht kriegen wir hier was hin, dass wir, ja, nur einen haben. Und den noch nicht mal bekämpfen wollen. Genau darauf wollte ich hinaus, dass das funktioniert. Und wir kriegen sogar noch einen Keks. Splendid. Ah, gegen drei hätte ich jetzt nicht so Bock. Gegen zwei eigentlich auch nicht. Schwarze Ameisen und Konsorten. Wollen wir versuchen abzuhauen? Wollen wir einmal einen Angriff rein? Wir hauen einmal einen Angriff rein. Komm. Ja, komm. Haut beide einmal bitte hier rein. Niemand kommt. Das ist schön. Glü. Cuphead hat das ja auch sehr fies gemacht. Was hatte Cuphead denn nochmal gemacht? Ja, da sucht man ewig lang nach diesem dummen Sänger und die sagen dir dann als Dank, dass man aufhören soll zu zocken. Ja, das stimmt. Ich habe mich gar nicht mehr richtig dran erinnert. Ja, Gott. Ah. Nicht angreifen. Ich besieg dich sofort. Yes. Sehr schön. Wir könnten jetzt übrigens, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich das eigentlich alles ziemlich safe und richtig machen möchte, zur Sicherheit nur, ne? Falls mich irgendwann alles nerven sollte, setze ich hier einen kleinen Safe State. Falls wir hier nochmal hinkommen möchten und ich nicht nochmal laufen möchte. Aber wir kriegen das jetzt hin, Freunde. Bin ich guter Dinge. Das erste Dein Heiligtum. Ich glaube halt trotzdem, dass, ich meine, es ist das erste Dein Heiligtum. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht der einfachste sein wird. Gerade eben haben wir hier einen Psy-Freund eingesetzt. Diesmal werde ich es, glaube ich, so machen. Hätte vorher noch mehr heilen sollen. Das wäre schlauer gewesen.
Ich hoffe nur, dass wir die schwarze Ameise direkt down kriegen. Psy-Magnet? Absorbiert 4. Hey! Ah, deine HP sind wieder völlig voll. Geil. Aber du heilst auch die Titanameise, natürlich. Du Sack. So. Schwarze Ameise wurde zahm. Sehr gut. Warum ist da hinten noch eine? Ich wusste gar nicht, dass da noch eine ist. Ich glaube, überleben wir mit 43? Ich weiß nicht, ob wir damit überlebt haben. Ich glaube, ich will lieber nochmal heilen. Defensive, okay. Dass sie halt unsere Verteidigung so runtersinkt, das ist echt scheiße. Weil dadurch sind ihre Angriffe, die ja sowieso schon stark sind, halt einfach noch heftiger. Kommen die ganze Zeit schwarze Ameisen? Ist das vielleicht das Ding von dieser Titanameise, dass die versucht, den Angriff immer auf die kleinen Ads zu lenken, damit wir uns gar nicht auf sie konzentrieren? Nee, jetzt ist sie allein. Wir versuchen, die nochmal einmal kurz einzuschlafen. Einzuschläfern, einzu... I don't know. So, sie schläft. Dann hauen wir jetzt das erste Mal auf sie drauf. Sehr schön. Sie ist noch nicht aufgewacht. Das heißt, ich hau nochmal drauf. Sonst hätte ich geguckt, ob ich mich erst heile. Jetzt ist sie aber wach. Jetzt würde ich mich, glaube ich, nochmal heilen. Ja, das war auch eine gute Idee, denke ich. 40 HP drauf, sehr gut. Jetzt können wir nochmal einmal angreifen. Sehr gut. Ich würde am liebsten sogar nochmal was essen. Aus dem einfachen Grund, weil ich Angst habe, dass sie nochmal so eine Mega-Attacke macht. Die klaut uns nochmal Psy. Jetzt haben wir gar keine mehr, aber wir konnten mit den 5 HP uns nur einmal nochmal heilen. Das wäre cool gewesen, aber meine Güte. 19 HP Schaden, okay. 27. Kann ich nicht einen Smash jetzt mal raushauen? Wahrscheinlich nicht, weil die auf so einem guten Level ist mit uns. Wir haben aber schon viel Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was der Hustensaft bringt. Ich habe ihn jetzt einfach genommen. Hustensaft? Es hat keinen sichtbaren Effekt auf Brain. Geil! Ich habe gehofft, dass es irgendwie einen Effekt noch hat. Ah, wir haben nichts mehr wirklich, was viel Leben uns regeneriert. Ich glaube, wir werden jetzt verrecken. Ziemlich safe. Ich kann jetzt nochmal den Leap of Hit machen, wenn man so möchte. Und hoffen, dass er keine starke Attacke macht und wir ihm jetzt noch einen Hit reinhauen und er nach diesem Hit tot ist. Wenn das nicht funktioniert, sind wir komplett K.O. Wenn ich jetzt ein Leben uns irgendwie noch was hole, was uns Leben regeneriert, dann sind wir im nächsten Schritt K.O. Ja, wir haben verloren. Fick. Ja. Ach, shit. Aber da muss ich ehrlich zugeben, ich bin jetzt mal so gemein und will einfach noch mal einmal kurz versuchen, das zu machen. Mann. Dein Heiligtum ist halt echt heftig. Ist echt ziemlich heftig. Ich hätte mich wieder vorher heilen sollen. Ich hab's schon wieder nicht getan. Also ist hier auf jeden Fall der Psy-Freund echt nice. Aus dem einfachen Grund, weil der zwei Ameisen da hinten hat. Und wir die dann damit auf jeden Fall plätten. Oh, wir haben der Titanameise sogar diesmal Schaden gemacht. Das hat beim letzten Mal ja nicht funktioniert. Das ist natürlich sehr geil. Jetzt will ich nochmal versuchen, die hier einzuschläfern. Schläft ein. Sehr gut. Jetzt hauen wir uns trotzdem, jetzt gerade wo sie schläft, hauen wir uns einen Hamburger rein. Und jetzt attackieren wir nochmal. Die schläft immer noch. Was ist das denn für ein Run gerade? Wie lange schläft die? Wie lange schläft die? Dafür hauen wir die ganze Zeit daneben. Na super. Jetzt ist er aufgewacht. Guck mal, wie viel Schaden wir reinhämmern konnten in der Zeit. Smash! 77 Schaden! Alter. Wir haben
einen kompletten Psy-Freund-Angriff durchgekriegt. Wir haben einen Smash-Angriff gehabt und so viele zwischendrin und die lebt immer noch. Also, das ist ein heftiger Bossfight. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Bossfight. Titanameise wurde zahm. So viel dazu. Aber Alter, das war krass. 759 Erfahrung. Shit. Aber damit auch dein erstes Heiligtum. Also unser erstes Heiligtum haben wir damit erreicht. Heftig. Krass, 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 krass. AP steigt um 1. Die Macht von Medizin, Alpha. Sind wir durch diese vielen Erfahrungen jetzt nicht gefühlt 6 Level aufgestiegen? Ich glaube, du warst underleveled, Lul. Könnte man von ausgehen, ne? Dass wir so viel Schaden machen. Also es war schon knackig. So, jetzt sind wir hier oben beim Riesenfuß. Brain siebt im Nebel ein kleines süßes Hundebaby. Och, wie süß. Brains Melodienstein hat die Melodie des Riesenfußes aufgenommen. Cool. Mit wem sprichst du? Mit dem Fuß. Hier ist alles in Ordnung. Cool. Sehr, 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 sehr schön. Das freut mich sehr. Aber trotzdem sind hier noch Gegner. Ich habe gehofft, ich bleib jetzt von alledem hier verschont. Ah. Die greifen uns auch gar nicht mehr an. Die haben sogar Angst vor uns. Die laufen vor uns weg. So nämlich. So würde ich das sehen. Sehr schön. Also das erste Heiligtum können wir jetzt unseres nennen. Ich habe gerade die ganze Zeit, wo es gerade reinkommt, ich habe gerade die ganze Zeit schon bei WhatsApp nebenbei so ein bisschen geguckt und so wie es aussieht, ist Diana heute noch länger unterwegs, dass ich die erst später abholen muss. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger streamen und wir auf jeden Fall gleich auch noch Darwin-Projekt spielen. Also wenn ihr da mitmachen wollt, immer noch einfach runterladen, ist kostenlos, Open Beta, können wir zusammen spielen, können ohne Spaß haben. Hey du, auf dem Schild steht Betreten verboten. Hast du das nicht gelesen? Nein? Was für ein rebellisches Kind. Komm später bei der Polizei vorbei. Okay, er hat uns nicht in den Knast gebracht, das ist schon mal ein Anfang. Hey, top. Top! Ich trauere ja jetzt auch gerade jetzt nochmal unserem Freund hinterher, der Biene oder Fliege, die zerstampft wurde. So funktionieren Polizisten nicht. So, wir sprechen erstmal mit unserer Mama. Klick, tut, 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 tut. Nein, nein, ich mach nur Witze. Ich wollte testen, wie dieser Trick auf dir wirkt. Hier ist alles okay. Oh, auf dir geht's auch gut. Ich muss weg. Ich mache Aerobic-Übungen. Tschö. Tüdelü. Und dann speichern wir bei unserem Papa nochmal. Brain, Papa hier. Ich habe 447 Euro auf dein Konto gezahlt. Abzüglich dessen, was du ausgegeben hast, hast du jetzt 507 Euro auf der Bank. Erfahrung fürs nächste Level sind dann jetzt aber auch schon 306. Alright. Hallo Katie Cat. Schön, dass du hier bist. So. Damit haben wir das dann also auch erledigt. Cool. Wir sollten auf jeden Fall bei der Polizei vorbeischauen. Das wurde ja eben, wurden wir darum gebeten. Das Geld könnte ich auch gebrauchen. Du, ich glaube, das Geld kann jeder gebrauchen. Keine Frage. So, was ist hier los? Da bist du ja. Du bist der Knirps, der am Riesenfuß war. Hör mir mal zu. Betreten verboten bedeutet betreten verboten. Verstanden? Und außerdem... Bla 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 bla. Es trifft immer die Steuerzahler, wenn bla 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 bla. Wir sperren die Straßen nicht aus Spaß, weißt du, bla 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 bla. Diese einheimischen Feiglinge machen immer ein großes Theater über Notfälle und Meteoriten. Bla 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 bla. Okay. Warum die Straße nach Tucson gesperrt ist?
Ein Notfall, was sonst? In Zeiten wie diesen sollten Kinder lieber Nintendo-Spiele spielen. Natürlich. Wie auch immer, willst du wirklich unbedingt nach Tucson? Ja. Okay, folge mir. Hast du einen geheimen Weg? Zeig mir, was du kannst. Mal schauen, ob du 5 meiner besten Männer besiegen kannst. Ist das jetzt hier Pokémon mit Menschen? Glaube, ich hätte nicht Ja sagen dürfen. Fuck. 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 Haja! Hey Kleiner, du musst vor Angst aus den Stiefeln kippen. Polizeigewalt! Polizist greift an. Okay. Ich glaube, ich greife ihn erstmal einfach nur an. 30 HP Schaden. Polizist greift mit einem Schmetterschlag an. Er macht 30 HP Schaden. Das ist definitiv zu viel. Das ist definitiv zu viel. Ja, nochmal einen Schmetterschlag. Danke, Rudi. Das ist immer noch zu knapp, wenn wir jetzt angreifen würden. Ich muss eigentlich noch einen Hamburger essen. Und das ist gerade mal der erste. Ja, das ist zu schwer. Das werden wir nicht hinkriegen. Das werden wir nicht hinkriegen. Also, das war's jetzt einfach so. GG. Okay, 3 Schläge hat er jetzt, glaube ich, gebraucht. Es ist machbar. Aber wir brauchen mehr Heil-Items. Ein Durchschnittspolizist ist stärker als jeder Superheld. Ich denke allerdings, dass dann die vielleicht jetzt auch schwerer werden, je nachdem. Ja, der muss jetzt nur seinen ersten Angriff machen und wir sind K.O. Was ist der Unterschied zwischen Medizin und Heilung? Oh, zum Glück schlägt er daneben. Wie viel Glück muss man haben? Schmetterschläge sind halt so heftig. Nein, und wir hauen daneben. Großartig. Ey, komm. Treffen muss aber auch gemerkt sein. Medizin ist für Statuseffekt. Okay, danke. So heftig Schaden. Noch ein Schmetter. Oh, zum Glück daneben. Zum Glück hauen wir auch daneben. Medizin halt, glaube ich, genau. Ja. Die verprügeln einen 12-Jährigen. Ich will zur Polizei. Digga! Can't say this. What's up with you? Wir müssen eigentlich nochmal heilen, aber wenn ich jetzt nochmal heile, ist auch nicht so geil. Müsste eigentlich mal wieder einen Angriff rauskriegen, das wäre ganz cool. Aber Polizist ist wieder normal. Das klingt so, als ob der Polizeichef irgendeine kranke Scheiße mit dem Polizisten gemacht hat. Als ob der den irgendwie was in Tee gekippt hätte. Vielleicht ist der Polizeichef auch total der Freak. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir alle 5 besiegen und dann als schweren Gegner nochmal den Polizeichef. Ja. Lass dir die Komplimente des Bürgermeisters nicht zu Kopf steigen. Zeig's mir, Fettsack. Digga! Kannst mich doch nicht Fettsack nennen. Rudi. Mach nicht dies. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt vorher nochmal heilen. Aber ich möchte auch eigentlich einmal draufhauen. Wenn er jetzt einen Schmetterschlag macht, sind wir wahrscheinlich tot. Na gut. Hat noch so überlebt. Das Problem ist, jetzt haben wir keine Heilung mehr. Wir bräuchten unbedingt Items, die PP komplett auffüllen. Wenn wir die haben, das wäre richtig nice.
Dann könnten wir das hier auch super gut schaffen. Weißt du, was das Fiese ist? Wir kommen gerade so weit in diesem ganzen Kampf. Aber das ist so knapp davor. Also, wir werden locker, glaube ich, bis zum letzten Polizisten kommen. Aber der wird uns dann umbringen. Ich glaube, genau so wird es laufen. Und das macht mich fertig. Weil ich würde am liebsten direkt am Anfang besiegt werden, als ganz kurz vorm Ende. Wie heißt nochmal das Game, was du später spielen willst? Darwin's Project. Nächstes Mal nehme ich dich mit meiner Nuklear-Suplex-Attacke auseinander. Dicker. Mal langsam. Komm schon, ich mach dich hier und jetzt fertig, Baby. Baby. Polizist greift mit einem Schmetterschlag an. Hell to the air, Baby. Ah, das tut weh. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich heilen. Wir haben aber nichts mehr, was wirklich krass heilt. Ja, Skip Sandwich gibt zumindest 6 HP. Das ist wahr. Wisst ihr, und jetzt sind wir nämlich beim letzten von den Dudes. Ja, wieder leer, Glück steigt um 2, maximale HP steigt um 14. Ja, wir können uns nochmal einmal voll heilen. Das ist richtig nice. Ich hab verloren. Ey, wenn wir das jetzt direkt First Try schaffen aus Glück, das war's, Kumpel. Mich kannst du vergessen, ich ruf meinen Boss an. Ich könnte dich niemals in einem fairen Wettkampf besiegen. Mach dich bereit für meine Super-Ultra-Mango-Tango-Foxtrot-Kampfs. Oh, komm schon, komm, ich wusste es, komm. Nein! Ich wusste doch, dass jetzt irgendwie wieder so eine kranke Scheiße kommt, die das alles viel schwieriger macht. Captain Strong. Leute, er heißt Captain Strong. Er heißt fucking Captain Strong. Heile ich mich als erstes? Heile ich mich danach? Greife ich erst einmal an und heile dann? Ich heile mich zuerst. Captain Strong verliert jeglichen Anstand. Captain Strongs Angriff steigt... Er verliert jeglichen Anstand. Okay. Schnell heilen, dann zerstören. Captain Strong fuchtelt wild herum. Dass die immer so viel rumfuchteln, ne? Das macht immer so viel Schaden, das Rumfuchteln. Macht sich bereit. Ach scheiße, er macht sich bereit, Leute. Der macht sich immer noch bereit. Freunde, für was macht er sich gerade bereit? Fuchtelt wild herum. Wofür hat er sich gerade so lange bereit gemacht? Verliert jeglichen Anstand. Mach das ruhig. Der wird uns gleich, die 50 HP wird er uns jetzt gleich so wegziehen. Unterm unteren Füßen. Er macht sich immer noch bereit. Ich hau jetzt einfach nur noch auf den drauf. Wie ein Verrückter. Smash! 84 HP Schaden. Nee! Captain Strong! Haha! That's how you do it! Fuck yeah! Hätte nicht gedacht, dass du die mächtige und nette Polizei schlagen könntest. Wehe, es kommt jetzt noch eine schwierigere Version. GG. Ich soll die Straße nach Tucson öffnen? Warte eine Sekunde, ich gebe meinem Team Bescheid. Mach das besser, mein Freund. Tut, tut, klick, klick. Strong hier, hört ihr mich? Hey, ich bin's, Captain Strong. Okay, hör zu. Ein Kind namens Brain wird gleich kommen. Er trägt eine rote Kappe, macht die Straße für ihn auf. Ich weiß, fragt nicht warum. Macht einfach, das ist ein Befehl. Nun, Junge, ich werde dich nichts weiter fragen. Aber ich will, dass du wiederkommst. Viel Glück. Bow to the King, Baby. Okay. Kannst dich auch einfach abstecken. Geht's hier. Oh. Shit. Die Folge ist heute so gefüllt mit Spannung. Ich fühle mich wie ein Hochsicherheitszaun? Was steht so doll unter Spannung? Ich habe keine Ahnung. Ein Stuhl in einer Folterkammer? Bin ich so der Mensch für Wortspiele. Sorry. Okay. Go on, praise us some more. Ja. Der Materia hat es damals schon gewusst. Der hat das doch, glaube ich, auch in einem Song, ne? Ich glaube schon. Wie viel Geld haben wir gerade?
auf Tash. Upsala. 33, dafür können wir auf jeden Fall einmal schlafen. Willkommen im Hotel, 100. Ich hole kurz 2 Euronen. Kurzen Moment. Wir können eigentlich sowieso... Ja, ich spreche mit dem Geldautomaten. Wir können eigentlich sowieso mal gucken, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr Geld mitnehmen. Ich bin halt nur immer so vorsichtig, viel Geld mitzunehmen. Weil ich Angst habe, dass irgendwann mal ein Gegner kommt, der mich besiegt und dann nimmt er mir mein Geld weg. Davor habe ich Angst. Deswegen will ich kein Geld dabei haben. Ich habe im Real Life auch nie Geld dabei. Nicht aus dem Grund, weil ich denke, ich werde ausgeraubt, aber ich hasse Kleingeld. Und überhaupt. Ich bezahle eigentlich alles mit Karte. Ich habe nie Geld dabei. Deswegen ist es manchmal auch schwierig für mich, zum Dönermann zu gehen und da was zu holen, weil ich meistens kein Geld habe. Blöderweise. So. Rufen wir erstmal unsere Mom an. Und die meistens keine Kartenzahlung annehmen. So, und dann speichern wir bei unserem Fati. 231 Euro, Halleluja, ey. Würde ich so viel Geld in ein paar Stunden kriegen, ne? Das wäre groß. Sehr, sehr schön. Jetzt aber mal kurz Real Talk. Wie viel Glück hatte ich gerade eigentlich, dass sich der Captain Strong, wie er sich selber nennt, dass der sich so oft bereit gemacht hat. Der hätte uns ja viel öfter eins raufzwirbeln können. Ach guck mal, in der Grafik ist ja sogar das One rausgeprägt, wenn man so möchte. So, ich muss hier einmal durch. Ey, bist du nicht Brain? Okay, Captain Strong befahl mich, dich hier durchzulassen. Pass auf dich auf. Das machst du sehr gut. Mach weiter so. Die Stadtkarte kann in der Bücherei ausgeliehen werden. Du kannst sie sogar in Tucson benutzen. Echt praktisch. Ja, wunderbar. Die haben wir jetzt ja schon. Die fliehen immer noch vor uns. Haben große Angst. Was ist hier denn los? Ich lebe mietfrei im Maushaus. Diese Mäuse sind Ausgangsmäuse. Sie sind sehr nett und Junge sind die schnell. Ich liebe diese Kerlchen. Bitte nimm meinen Sohn mit. Er mag wie eine normale kleine Maus aussehen. Aber er kann dich zum Ausgang eines Labyrinths führen. Nimmst du meinen Sohn mit? Er ist ein zäher Bursche. Du kannst ihn ruhig wie einen Gegenstand behandeln. Brain erhält Exit-Maus. Kann ich auch mitkommen? Ich habe leider nur Platz in meiner Tasche für eine Maus. Tut mir leid. Was ist hier irgendwas? Da hinten ist auch so ein kleines Löchlein in dem Wald. Das sieht beinahe so aus, ob man hier irgendwo reingehen kann, um da dann... Vielleicht nur... Eine Täuschung. Father of the Year, diese Maus. Ja, nimmst du meinen Sohn mit? Er kann dir auch helfen. Und ich habe keinen Bock auf meinen Sohn. Oh Gott, Pilze. Sind das jetzt vielleicht diese Pilze, wo wir ins Krankenhaus müssen, dass die uns... Du begegnest böser Rempelpilz. Kein Rempelpilz. Smash. Nein. Brain fühlt sich seltsam. Nein. Wir fühlen uns betört. Eieiei. Ich könnte nochmal meinen Psy-Angriff hier gleich einsetzen. Aber ich glaube, vorher möchte ich mich heilen. Es hat keinen Effekt auf Brain. Nein, ich bin schon betört. Keine Sorge, Freunde. Mir geht's schon gar nicht so gut. Hallo, The Dead Royer. Schön, dass du hier bist. Nein, ja. Ha, das hat nicht kein Angriff auf mich. Kein Einfluss. Aua. Aua. Okay. Machen wir das mal lieber nicht nochmal. Okay. Denkt sich Ness jetzt, hey, dieser Pilz ist ziemlich sexy. Wieso das? Ach, weil er betört. Sehr gut.
Der auch weg. Nutz doch mal Medizin. Ja, das wollte ich die ganze Zeit machen, aber ich wollte dafür kein Dings aufopfern gerade. Kein Angriffzug. Jetzt haben wir so einen Pilz auf dem Kopf. Ist das groß. Aber hilft diese Medizin da überhaupt? Das hat keinen sichtbaren Effekt auf Brand. Nee. Weil das kann man wirklich nur jetzt wegnehmen lassen von dem Doc im Krankenhaus. Das ist ein bisschen ungeil. Der Weg zu Tucson ist wahrscheinlich noch ein Stück, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich erst zurückgehe und mich einmal kurz heilen lasse von meinem Pilzbefall auf dem Kopf. Meiner Erkrankung. Oder ob wir jetzt gleich direkt durch sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt erstmal komplett durch so einen Wald laufen müssen. Ah, ne. Wir sind aber anscheinend jetzt in Tucson. Zwei Söhne. Hallo. Ich bin kein Feind. Ich bin nur ein freundlicher Maulwurf. Ich verrate dir, wie du Freund und Feind voneinander unterscheiden kannst. Man kann Gegner schon an ihrem Aussehen erkennen. Gegner sehen aus wie Menschen mit einer komischen Gesichtsfarbe. Nimm dich vor ihnen in Acht. Obwohl, du wirst auch nicht stärker, wenn du Gegnern aus dem Weg gehst. Das ist leider wahr. Oh, die Musik hier ist auch voll schön. Ich bin jetzt von dem Gift gerade so benebelt, dass ich noch nicht mal mehr richtig laufen kann. Meine Steuerung ist komplett verwurstelt. Oh, ist das weird. Oh Gott, ist das weird. Ich will doch nur zum Schmetterling. Der Schmetterling ist jetzt wahrscheinlich aus dem Bild gelaufen und weg, ne? Ja, Mann. Wo ist das Krankenhaus? Das Krankenhaus ist ernsthaft ganz oben rechts. Weißt du, wie lange ich brauche, um da hinzulaufen? Jahrzehnte. Reisefotos, leicht und schnell. Geil, ich krieg jetzt ein Reisefoto mit einem Pilz. Das ist so, das wäre so ich, wenn ich nicht weiß, dass ich am nächsten Tag Ausweisfotos oder so machen muss oder für einen Führerschein. So, plötzlich kommt der Fotograf und fotografiert dich und du hast so einen Pickel im Gesicht. Oder einen Pilz auf dem Kopf. Auch sehr wahrscheinlich. Ich bin ein Fotografiegenie, wenn man das so sagen darf. Okay, mach dich bereit für eine immerwährende Erinnerung. Mann, freue ich mich da drauf. Geil. Ein Bild mit einem Pilz auf dem Kopf. Schau in die Kamera. Achtung. Sag Gewürzgurken. Oh, der Pilz ist weg. Ein Glück. Was für ein großartiges Bild. Es wird dich für immer an diesen Moment erinnern. Das macht mich sehr froh. Sehr schön, dass der Pilz kurz verschwinden konnte. Können wir Bist du Mr. T? Ich sah, wie ein seltsamer Kerl Gretke voll verfolgt hat. Der Typ machte mir Angst. Oh, wir sind jetzt ja auch in der Stadt, wo Gretke drin ist. Aka Gretchen, wo der Name nicht mehr gepasst hat. Kann es dann sein, dass wir mit viel Glück hier jetzt unsere erste Gruppenfreundin bekommen? So, du... Nein, nicht dahin. Dies. Ich weiß nicht, wie ich runterlaufe. So. Du musst mir helfen. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin ein Wunderheiler. Solltest du irgendwelche Beschwerden haben, die das Krankenhaus nicht behandeln kann? Ja, habe ich. Bitte hilf mir. Jetzt fällt es mir auf. Verkaufst du mir den Pilz auf deinem Kopf? Komm schon, gib ihn mir. Gerne. Danke, ich gebe dir 50 Euro für jeden Pilz. Jetzt ist es fast wieder interessant, Pilze zu sammeln. Nein. Komm wieder, wenn du mich brauchst. Gerne. Alright. Eieieiei. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine komplette Stadt, die wir jetzt nochmal erkunden dürfen. Ich sehe dich immer wieder herumlaufen. Laufen ist gut für deine Gesundheit. Sagte er, während er mit seinem neuen Lambo vorbeifuhr. Njum. Sehr schön. Hier speichern wir jetzt auch erstmal nochmal eine Runde. Und rufen unsere Mama. Hallo? Hallo? Bist du das Brain? Ich kann dich kaum hören. Rufst du vom Mond an oder so? Wenn es dir gut geht, ist alles okay. Hör zu, ich muss weg. Ich versuche Oscar ein Flohbad zu geben. Tschö. Ist immer noch so herzerwärmt, dass der Hund so heißt wie mein Hund. 30 Euro auf meinem Bankkonto. Dafür, dass ich zwei Pilze bekämpft habe. Danke, Papa. Danke, Papa.
Erklär mal 70-jährigen Computer. Ja. Das ist manchmal doch ganz schön schwierig. Oh lol! Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass die Älteste ist das, glaube ich. Die ist dazu da, dass man instant was überprüfen kann. Das ist ja 50 Euro kostet jetzt schon eine Nacht. Freunde, sind wir in der Schweiz oder was? Mit wem sprichst du? Mit dem Taxi? Fahrradladen, was macht der denn Schönes? Dies ist der Fahrradladen, sicherer Punk. Fahrräder machen Spaß und sind so praktisch. Es ist viel schneller als zu laufen. Du wärst sehr beliebt in der Biker-Szene. Willst du ein Fahrrad? Nein. Oh, du kannst nicht Fahrrad fahren. Ich auch nicht. Umso geiler. Umso geiler. Du bist jung, aber hast schon viele Abenteuer erlebt. Ich glaube, Gretchen wäre eine gute Freundin für dich. Das ist doch schön.